Bleiben Sie dicht hinter mir. Wir betreten jetzt den Hochsicherheitstrakt. Diese Männer sind in Gangs organisiert und extrem gewalttätig. Also gehen Sie bitte nicht zu nah an die Zellen. Folgen Sie mir, dann passiert nichts. Seit 14 Jahren arbeitet Steve Perez in Kaliforniens berüchtigtem Pelican Bay Prison. Früher war ich Lehrer. Im Hochsicherheitstrakt sind die Häftlinge 22,5 Stunden pro Tag eingeschlossen. Hier geht's nicht um Rehabilitation. Zurzeit sitzen in den USA mehr als 2 Millionen Inhaftierte ihre Strafe ab. Überall im Land werden neue Gefängnisse gebaut. Doch nach welchen Standards? Gibt es überhaupt das perfekte Gefängnis? Und wie verhindert man die Gewalt dort? Mord gehört ja einfach dazu. Morde sind alltäglich hier. Leute werden erstochen oder erschlagen. So stirbt man eben im Gefängnis. Ich wurde angegriffen und habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Man kann sich da einfach nicht raushalten. Man muss damit klarkommen. Ich war an einer Messerstecherei beteiligt. Ich bin hier wegen Mord. Doppelmord. Das ist ein Gefängnis und hier sitzen gefährliche Kerle. Amerika baut neuartige Gefängnisse. Gefängnisse für eine neue Art Häftling. Bandenmäßig organisiert, gewalttätig und gerissen. Das kalifornische Pelican Bay State Prison liegt an der felsigen Küste nahe der Grenze zu Oregon. Als es 1989 eröffnet wurde, repräsentierte es den neuesten Stand der Technik. Auf seinem Weg zur Arbeit muss Steve Perez 6 Sicherheitsschleusen passieren, bevor er das Innere der Anstalt betritt. Während meiner Dienstzeit habe ich jede Art Gewalt erlebt. Häftlinge, die sich gegenseitig erstochen haben und unterschiedlichste Bandenkriminalität. Für Pflanzen oder Bäume wird hier kein Geld ausgegeben. Die Vollzugsbeamten haben einen klar definierten Schießbefehl, falls ein Häftling versuchen sollte, auszubrechen. Und dann ist da auch noch der Zaun. Es sind 3 Zäune. Der mittlere ist tödlich. Wenn man ihn berührt, ist es aus. Die 3000 Inhaftierten sind die härtesten Jungs Kaliforniens. Die Behörden erhoffen sich einen positiven Effekt, wenn sie die schlimmsten Straftäter am selben Ort unterbringen. In ihrer weißen Gefängniskleidung sehen sie ganz harmlos aus. Aber diese Männer begehen hier durchschnittlich 400 Gewalttaten pro Jahr. Die Jungs morden auch hier drin und sind weiterhin in alle möglichen Arten krimineller Handlungen verstrickt. Die Kevlar-Weste soll verhindern, dass sie uns erstechen. Sie schützt einen Großteil des Körpers. Das ist nun mal so in Pelican Bay. Jedes Mal, wenn ich es betrete, mache ich mir Sorgen um meine persönliche Sicherheit und die meiner Officers. Der Bereich B3 ist ein Standardzellentrakt, belegt mit Männern, die sich kooperativ verhalten und die die Gefängnisordnung befolgen. Das kann sich jedoch jederzeit ändern und uns zu Gegenmaßnahmen zwingen. Alle Vollzugsbeamten, die Correction Officers, kurz COs, sind freiwillig hier. Und selbst die Insassen sind stolz auf dieses Gefängnis. Es ist ein bisschen geheimnisvoll. Und das gilt als etwas Besonderes, hier drin gewesen zu sein. Sagen zu können, ich war im Bay. Frank, ehemaliges Gangmitglied, sitzt eine lebenslange Freiheitsstrafe ab. Stimme und Gesicht sind unkenntlich gemacht worden. Würde seine Identität bekannt, wären seine Angehörigen in Gefahr. Früher hätte ich mir nicht mal vorstellen können, über das Gefängnis zu reden. Über kriminelle Machenschaften und die Geheimnisse der Unterwelt. Ein derartiges Interview wäre mein Todesurteil gewesen. Über mein Leben will ich nicht reden. Es war ehrlos. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Der Kontakt zwischen Vollzugsbeamten und Inhaftierten ist einer der Schlüsselaspekte für die Sicherheit. Ebenso wie die Konstruktion der Gebäude.
Die Insassen des Standardzellentrakts sind auf 2 Stockwerken in 2 getrennten Zellenblocks zu je 64 Zellen untergebracht. Durch Betonmauern werden die Blocks in 3 kleinere Sektoren unterteilt. Von einer im 2. Stock befindlichen Überwachungskanzel aus können die COs sämtliche Zellen einsehen. Time's coming up! I'll be done in a little bit. Den Insassen ist es erlaubt, Zeit miteinander zu verbringen, in sorgsam festgelegten Gruppengrößen. Die Vollzugsbeamten sind allerdings nicht die einzigen Kontrollpersonen. Gefängnisgangs überwachen jeden Schritt der Inhaftierten. Manche Insassen kontrollieren die Mithäftlinge wie eine Art Polizei. Sie sorgen dafür, dass alles so abläuft, wie sie es wollen. Wir nannten sie Herren der Disziplin. Sie bilden eine Machtstruktur innerhalb des Gefängnisses. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich war dabei. In dieser von Gangs bestimmten Gefängniswelt kann es innerhalb von Sekunden zum Krawall kommen. Wir sagen dazu grünes Licht. Da hat beispielsweise ein Mitglied der mexikanischen Mafia grünes Licht, um ein Mitglied der Nuestra Familie, einer rivalisierenden Gang, anzugreifen. Dabei ist es völlig egal, ob sie sich den Tag über in derselben Zelle unterhalten haben. Kommen sie nach draußen, müssen sie versuchen, sich gegenseitig umzubringen. Im Februar 2000 kam es zu einem Riesentumult. Angezettelt von Hispano-Amerikanern richtete er sich gegen schwarze Häftlinge. Es war schrecklich. 15 Minuten lang fielen sie übereinander her und versuchten, sich zu töten. Erst nachdem die Vollzugsbeamten einen Häftling erschossen hatten, konnte der Aufruhr erstickt werden. 32 Inhaftierte hatten Stichwunden davongetragen. Um der Gewalt im Pelican Bay Herr zu werden, kann das Gefängnispersonal auf eine besondere Art des Strafvollzugs zurückgreifen. Ein Gefängnistrakt, der völlig anders strukturiert ist. Perez ist Mitglied des Komitees, das einen Insassen ins Segregated Housing Unit, kurz SHU, verlegen darf. Die Bedingungen dort erreichen gerade mal den Mindeststandard. Es ist ein Hochsicherheitstrakt, genannt Supermax. Ein Hochsicherheitstrakt ist für solche Insassen vorgesehen, die für ihre Mithäftlinge und, sollte ihnen die Flucht gelingen, für die Allgemeinheit eine besondere Bedrohung darstellen. Das Supermax wurde entwickelt, um die Schlimmsten der Schlimmen von den übrigen Gefängnisinsassen zu trennen. Die Trennung von den Mithäftlingen ist einer der Schlüsselfaktoren für die Einrichtung eines Supermax. Der Laufsteg über dem Flur des Zellentrakts ist nur für Vollzugsbeamte zugänglich. Der Gang über mir ermöglicht es den Vollzugsbeamten, Waffen zu transportieren und sie im Überwachungsraum auszutauschen, ohne dass die Häftlinge hier unten etwas davon bemerken. Wir kommen jetzt in einen Bereich, der eine Art Mittelpunkt dieses speziellen Traktes darstellt. Die 6 Abschnitte A bis F sind wie Speichen angeordnet. Wir betreten jetzt Abschnitt Charlie. C-Pod. Wie man sieht, sind die Zellen durchnummeriert. 4 unten und 4 oben. Außerdem gibt es auf jedem Stockwerk eine Dusche für die Häftlinge. Mehrmals am Tage dürfen sie ihre Zellen verlassen. Sie können in den vorderen Bereich gehen oder duschen. Auch den Hofbereich hier drüben dürfen sie betreten.
Es gibt keinerlei Ausstattung für Erholungszwecke, etwa Bälle oder ähnliches. Sie bekommen absolut nichts. Sie dürfen lediglich joggen oder umhergehen. Die hohen Mauern verhindern, dass die Häftlinge nach draußen gucken können. Bei seiner Eröffnung wurden im Supermax von Pelican Bay die Zellen mit je 2 Inhaftierten belegt. Heute befindet sich in 9 von 10 Zellen nur ein Gefangener. Der Grund? Gewalt. Mord gehört ja zum Alltag. Die Leute töten jemanden, um voranzukommen. Damit schafft man sich einen Ruf und seinen Platz innerhalb der Gefängnissubkultur. Eine Menge Menschen werden umgebracht. Etwa 6 pro Jahr. In den schlimmsten Mord waren 2 Weiße verwickelt. Nachdem der eine seinen Mitinsassen erwürgt hatte, steckte er das Opfer ins Bett. Er ließ es die Nacht über dort liegen und aß dessen Mahlzeit. Eine der grausamsten Taten, von denen ich je gehört habe. Charlie 12, Control, Fitz Campbell. Okay. Okay. Holt geht jetzt durchzählen. Durchzählen? Ja, denn 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis zu 7 Mal am Tag müssen wir per Sichtkontakt durchzählen, wie viele Insassen wir im Gefängnis haben. Im Grunde genommen die tägliche Bilanz wie bei einer Buchhaltung. Während Holt seine Runde dreht, kann man eine grundlegende Vorsichtsmaßnahme sehen, die wir alle beachten. Er bückt sich nicht vor einer Zelle, denn das macht ihn unbeweglicher und anfälliger für jegliche Art von Angriff. Will man also vor einer Zelle etwas aufheben, schiebt man es entweder in einen sicheren Abstand oder vor die massive Tür zwischen den Zellen. Dort kann man sich gefahrlos bücken. In diesem Job darfst du eins nie vergessen. Du kannst jederzeit angegriffen werden. Im Pelican Bay soll diese Gefahr verringert werden, indem Gitterstäbe durch perforierte Zellentüren ersetzt werden. Damit wird es schwerer, Vollzugsbeamte anzugreifen. Jedenfalls theoretisch. Eines der Probleme bei perforierten Zellentüren ist, dass man nicht gut hindurchsehen kann. Auf der anderen Seite existiert keine natürliche Lichtquelle. Ist die Lampe ausgeschaltet, kann man kaum in die Zelle hineinblicken. Nicht einmal während des Tages. Unglücklicherweise muss man dazu dicht an die Zellentür herantreten. Früher nannte man das, sich mit dem Bauch ans Gitter stellen. Da läuft man Gefahr, erstochen zu werden. Durch diese Trenntüren werden Vollzugsbeamte mit Dreck und Abfall beschmutzt. Die Inhaftierten nennen es Gassing. Das Schlimmste, was mir hier passiert ist, war, dass ich mit Fäkalien beworfen wurde. Man kann einfach nicht schnell genug darauf reagieren und ausweichen. Dazu kommt der Gestank und die Angst vor Krankheiten und anderen Dingen, die damit einhergehen können. Die Konstrukteure reagierten auf das Gassing, indem sie Lexanscheiben, eine Art Plexiglas, an einigen der Zellentüren anbrachten. Häftlinge, die auffällig geworden sind, werden in solche Zellen verlegt. Das Leben im Supermax ist ein ständiger Kleinkrieg. Wenn ich jede Lücke, jeden kleinen Fehler im Sicherheitssystem aufzählen würde, könnten wir ewig hier sitzen. Die Insassen hacken jeden Tag etwas aus. Ich kenne die bestehenden Mängel und weiß, wie heikel die Situation der Vollzugsbeamten ist. Es wäre leicht, einen von ihnen umzubringen. Das brauche ich mir nicht vorzustellen. Das geschieht wirklich. Wenn sie wüssten, woran ich schon beteiligt war, würden ihnen die Haare zu Berge stehen. In seiner Zelle kann ein Häftling erstaunliche Dinge tun. Auch Waffen herstellen, Pistolen, Messer oder eine Armbrust. Alles, was man sich vorstellen kann.
What's up? The whole find your double cell thing? No, that's what we're finding out, T-Bomb. They're gonna approve it or not. If you have another cell phone, wer im Schuh sitzt, gehört auch dahin. Es sind potenzielle Mörder. Ich weiß, wovon ich rede. Doch wie hält man die Schlimmsten der Schlimmen in Schach? Ein Supermax trennt Schwerstverbrecher nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch voneinander. In der Segregated Housing Unit müssen sich die Insassen 22,5 Stunden pro Tag in ihren 2,5 mal 3 Meter kleinen Zellen aufhalten. Die Inhaftierten entwickeln einen individuellen Rhythmus, um in dieser extremen Situation zu überleben. Ich stand so gegen 4.30 Uhr oder 5 Uhr auf und trank meinen lauwarmen Morgenkaffee. Heißer Kaffee war nicht erlaubt, um zu verhindern, dass die Häftlinge vorbeilaufendes Personal damit übergossen. Ich trank also meinen Kaffee, sah mir die Nachrichten an und hörte ein bisschen Radio und wartete auf das Frühstück. Während alle anderen noch schliefen, habe ich ein bisschen Intimität und Frieden erlebt, mitten im Gefängnis. Ich habe das genossen. Gewöhnlich stehe ich eine halbe Stunde vor dem Frühstück auf. Auch während des Tages musst du wach bleiben. Ich behielt dauernd meine Schuhe an. Wenn man auf dem Gang war und sich dort versehentlich noch jemand befand, wurde man angegriffen. Beim Schlafen durfte man sich nicht erwischen lassen. Das konnte böse enden. Ich versuche in meiner Zelle so aktiv und produktiv wie möglich zu bleiben. Man wartet auf seine Hofrunde. Der Hof ist ein Betonkasten, etwa 5 mal 6 Meter groß. Pro Tag lassen sie einen 90 Minuten dorthin. Es ist anders da draußen. Du lässt alles hinter dir, trainierst oder gehst spazieren. Manchmal findet man Frösche oder Insekten. Wenn man jahrzehntelang im Schuh lebt, dann ist das ein ziemlich bemerkenswertes Ereignis. Selbst in ihrer Abgeschiedenheit werden die Inhaftierten beobachtet. Denn die meisten planen ständig irgendein großes Ding. Eine Waffe zu bauen ist ziemlich einfach. Hier drin gibt es eine Menge rostfreien Stahl, das ist kein Geheimnis. Um das Metall schneiden zu können, braucht man ein weiteres Stück Stahl. Das findet sich in Sanitärmöbeln oder Fernsehgeräten. Im Fernseher sind viele Teile aus rostfreiem Stahl. Zum Beispiel die Verbindung der Platine mit der Plastikverkleidung. Hat man erstmal den Stahl, ist das nur noch eine Frage der Zeit, bis die Waffe fertig ist. Vielleicht dauert es 3 oder 4 Tage, aber irgendwann schaffst du es, aus der Stahlstange, die neben der Tür verläuft, ein Stück herauszuschneiden. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wenn ich die Mittel habe, irgendwo ein Stück Metall abzuschneiden, dann wird mich nichts daran hindern. Im Bund der Boxershorts verläuft ein Nylonfaden. Wir ziehen ihn heraus und verdrehen ihn zu einer kurzen Kordel. Damit kann man so gut wie alles zerschneiden, wenn man sich Zeit lässt, sogar Metall. Jeden Tag wird in der SHU eine nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Zelle durchsucht. Die Zellen sind so konstruiert, dass es keine Verstecke gibt. Doch auch der Vollzugsbeamte Larry Darby weiß, wie erfinderisch die Insassen sind. Regel Nummer 1: Stecke deine Hand nie dahin, wo du sie nicht sehen kannst.
Dort könnte sich eine Rasierklinge oder eine Injektionsnadel befinden. Der Häftling könnte HIV oder Hepatitis C haben, also niemals etwas abtasten, was man nicht sieht. Zwischen Betten und den Mauerrissen lässt sich so manches verstecken. Ich suche die Wand nach einem Versteck ab. Wir bohren Löcher in die Wände, um unsere Waffen darin zu verbergen. Und dann verputzen wir sie wieder, damit sie bei einer Durchsuchung unentdeckt bleiben. Oft befinden sich Markierungen in der Zelle. Hier zum Beispiel. Diese Zahlen können alles Mögliche bedeuten. Vielleicht die Wiederholungen von Trainingsübungen, aber auch die Anzeichnung der Augen- oder Halshöhe eines Vollzugsbeamten. Und die Löcher hier haben gerade die richtige Größe. Einige der Insassen markieren so Körpermaße von Vollzugsbeamten. Und genau auf dieser Höhe muss man ihn aufspießen. Sie rufen, hey Officer, ich müsste mal mit Ihnen reden. Man geht zur Zellentür und dann stoßen sie ihr Stichinstrument an der Markierung durch und man wird getroffen. Im Schuh gibt es nur transparente Fernseher. Früher versteckten die Häftlinge Waffen und andere Dinge in den Apparaten. Das werde ich mal mitnehmen. Und das hier auch. Hier drinnen befindet sich einiges an unerlaubten Dingen, die ich mitnehmen könnte. Dies hier zum Beispiel. Man bezeichnet es als Gewichtssack. Darin sind wahrscheinlich Zeitschriften, Bücher und Zeitungen. Möglicherweise ein Teil seiner legalen Post. Dem äußeren Anschein nach ein Gewichtssack zum Trainieren. Er ist nicht erlaubt und ich könnte ihn nehmen und wegwerfen. Das werde ich aber nicht tun, denn es bringt nur Ärger. Das Leben im Gefängnis ist eine Sache der Gegenseitigkeit. Wenn man den Insassen Respekt entgegenbringt, werden sie einen ebenfalls respektieren. Dem Häftling ist jetzt klar, dass ich über dieses Ding Bescheid weiß. Warum sollte ich daraus ein Problem für uns beide machen? Er hat mir noch nie etwas getan, er war ehrlich und höflich. Ja, Sir, danke sehr, sagt er, wenn er sein Essen bekommt. Ich bin immer mit ihm ausgekommen und so soll es bleiben. Haben Sie keine Angst, dass ein Messer drin sein könnte? Na gut, ich lasse ihn durchleuchten. Im Supermax vergehen oft Wochen, ohne einen einzigen Zwischenfall. Doch das Gebäude ist auf jeden denkbaren Alarm vorbereitet. Alarm! Bleibt alle, wo ihr seid! Heute wurde innerhalb einer Stunde zweimal Alarm ausgelöst. Beim ersten hat ein Häftling mit einem Aluminiumstreifen seinen Rasierer manipuliert. Als er erwischt wurde, versuchte er, einen Vollzugsbeamten zu treten. Er musste sich auf den Boden legen. Ein weiterer Alarm wurde in der Küche ausgelöst, als eine der Köchinnen bemerkte, wie zwei Häftlinge übereinander herfielen. Wir legten den Männern Handschellen an und eskortierten sie aus der Küche hinaus. Auf den Schlaf habe ich mich immer gefreut, denn allzu viel kann man mit seiner Zeit hier nicht anfangen. Und irgendwann packt dich die Langeweile. Man bekommt zu allem eine negative Einstellung, so als wenn es dich innerlich zerfrisst. Nur im Schlaf konnte man vergessen. Solange ich fest schlief, waren die Nächte gut. Weil ich das wusste, war mir der Schlaf am liebsten. Wieder ein Tag vorbei. Wieder einen Tag näher an der Entlassung. Nur daran denke ich.
Das Susa Baranowski-Gefängnis in Massachusetts. Bei routinemäßigen Zellendurchsuchungen wird ein mobiles Röntgengerät zum Einsatz gebracht. Die hier eingesetzte Technik ist auf dem neuesten Stand. Man sieht deutlich einen Fremdkörper. Mit unterschiedlichen Kontrasteinstellungen kann ich das Bild beeinflussen. Das Objekt ist ein Nagelknipser, der in der Zelle erlaubt ist. Für Gefängnisplaner ist das Susa Baranowski ein vielbeachtetes Beispiel einer neuen Hightech-Ausgestattung. Schmutzige und finstere Kerker gehören der Vergangenheit an. Heute setzt man auf Pastellfarben, die beruhigend wirken sollen. In der 1998 eröffneten Strafanstalt können mehr als 1000 Häftlinge untergebracht werden. 128 davon in einem Supermax. Es ist sauber, ruhig, ja fast bequem, aber genauso gefährlich wie alle Gefängnisse. Im Knast fühlt man sich nie sicher, zu keiner Zeit. Aber damit habe ich kein Problem. Sicherheit empfinde ich nur, wenn ich in meiner Zelle eingeschlossen bin. Wenn ich weiß, dass die Tür abgeschlossen ist und niemand reinkommen kann. Ich muss mental darauf vorbereitet sein, dass etwas passiert. Und es könnte alles Mögliche passieren. Der Kontakt zwischen Vollzugsbeamten und Insassen ist im Susa Baranowski-Gefängnis auf ein Minimum beschränkt. Hier beobachten 300 Kameras das Geschehen. Sie observieren sämtliche Bereiche, die nicht durch Privatsphärenrechte geschützt sind. Alle Telefonate werden abgehört. Computer überwachen die Bewegungen der Häftlinge und verhindern, dass versehentlich mehr als eine Tür gleichzeitig geöffnet wird. Wir befinden uns in einer Überwachungsstation. Von hier aus können wir jeden Teil des Gefängnisses per Touchscreen anwählen, die Türen überprüfen, die Beleuchtung und den Alarmstatus überwachen. Auch für die Videoüberwachung der Zellen sind wir zuständig. Wir können jede Kamera einzeln schalten und das jeweilige Bild vergrößern. Doch die Kameras erfassen nicht nur die Häftlinge. Es ist ein wenig zwiespältig. Man steht ständig unter Beobachtung nach dem Motto, Big Brother is watching you. Mit der Kamera über dir darfst du hier unten nicht pfuschen. Man gewöhnt sich an die Dinge. Die Bilder bekomme ich ja nicht zu sehen. Privatsphäre hat man hier ohnehin keine. Aber mich stört es mehr, wenn mir jemand im Nacken sitzt. Weniger, wenn mich Kameras aus der Entfernung beobachten. Die Erfahrungen von Pelican Bay sind beim Bau der Susa Baranowski-Strafanstalt mit eingeflossen. Statt perforierter Trennwände wurden hier massive Stahltüren eingebaut. Auch damit werden die Insassen fertig. Die Häftlinge verstopfen die Toilette mit ihrer Bettdecke oder dem Schrubber. Sie überfluten ihre Zelle, sodass das Wasser auf den Gang hinausläuft. Wenn ihnen danach ist, werfen sie mit Exkrementen. Im Supermax bleibt man nur kurze Zeit. Hierher werden Häftlinge verlegt, die gegen die Gefängnisordnung verstoßen. Close, cell J331. J331. Man kommt nur für eine Stunde am Tag raus. Im Grunde genommen sieht man niemanden, bis man durch die Türen durch ist. Es lohnt sich kaum. Das ist eben die Strafe dafür, dass man irgendwas angestellt hat. Die Jungs im normalen Vollzug haben kein Interesse, in diesen Trakt zu kommen. Dein Ansehen steigt nicht gerade damit.
Der Trakt für spezielle Unterbringung, die Special Management Unit, kurz SMU, ist der Supermax der Susa Baranowski Strafanstalt. Er befindet sich im dritten Stockwerk. Eine klaustrophobische Welt, perfekt ausgeleuchtet und mit hübschen Farben dekoriert. Solche quergestellten Lamellen verhindern, dass der Inhaftierte in andere Zellen hineinsehen kann. An den Borden sind sogenannte Anti-Selbstmordhaken angebracht, die bereits bei einer Belastung von etwa 7 Kilogramm abklappen. Der Aufsatz des Sprinklersystems ist ebenfalls selbstmordsicher. Der Winkel ist so gestaltet, dass man nichts drüber hängen kann, um sich damit zu strangulieren. Hier eine Kamera in einem abgedunkelten Sicherheitsgehäuse. Es besteht aus Lexan, einem Material, das auch härtesten Schlägen standhält. Das Supermax im Susa-Baranowski-Gefängnis erfüllt vor allem einen Zweck: die Insassen durchgängig in ihren Zellen zu belassen. Gewöhnlich halten sich die Häftlinge täglich 23 Stunden in ihren Zellen auf. Eine halbe Stunde länger als im Pelican Bay. Sogar Telefonate werden von der Zelle ausgeführt. Insassen der SMU ist es erlaubt, pro Woche 3 Telefonate à 10 Minuten zu führen. Früher stellten wir ihnen kleine Telefonapparate in die Zelle. Doch es kam vor, dass die Häftlinge Ärger machten und das Telefon nicht mehr herausgaben. Es ging dabei einfach um das Gefühl, etwas Eigenes zu haben. Dieses Telefonsystem hier wird einfach von außen angeschlossen. Ich schiebe es näher heran, damit ich dem Häftling den Telefonhörer geben kann. Die Nummer wählt er selbst. Das Computersystem gestattet nur gespeicherte Telefonnummern. Der Computer überprüft also die gewählte Nummer. Bei Bestätigung wird das Telefonat als R-Gespräch durchgestellt. Wenn der Teilnehmer die Gebühren übernimmt, darf der Häftling 10 Minuten lang telefonieren. Kein Anschluss? Nein, der Computer hat ihn gesperrt. Im Susa Baranowski legt man Wert auf eine moderne Art des Umgangs mit Häftlingen. Regelmäßig werden Gespräche geführt und Beschwerden aufgenommen. Doch nicht immer wird dieses Angebot honoriert. Während eines solchen Gespräches stach ein Häftling dem Aufsichtsbeamten in die Brust. Wir reagierten sofort und riegelten die Räume ab. Der Beamte wurde ins Krankenhaus gebracht und er überlebte. Aufgrund jenes Vorkommnisses haben wir die Anzahl der Insassen, die in diesen Bereich dürfen, eingeschränkt. Außerdem werden sie abgetastet und müssen einen Metalldetektor durchlaufen. Also zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, um die Unversehrtheit unserer Beamten zu gewährleisten. Doch Strafgefangene finden immer eine Lücke im Sicherheitssystem. Im Jahr 2003 wird der berühmteste Insasse des Gefängnisses, der exkommunizierte und wegen Pädophilie verurteilte Priester John Gagan, in seiner Zelle erwürgt. Nur 6 Meter von einem Kontrollcomputer entfernt. Der Mörder hatte den Öffnungsmechanismus von Gagans Zellentür mit einem Buch, einer Zahnbürste und einem Nagelknipser blockiert. Ist Hightech wirklich das richtige Rezept? Oder vernachlässigt eine Gefängniskonstruktion, die sich auf Computer verlässt, zu sehr den Faktor Mensch? Ein Apparat kann nicht beurteilen, welche Stimmung im Gefängnis herrscht. Er kann einen Häftling beobachten, aber reagieren kann er erst, wenn etwas passiert. Kameras und Computer verändern Gefängnisse grundlegend. Eine Folge davon ist, dass sich der Kontakt zwischen Vollzugsbeamten und Strafgefangenen verringert.
Für Altgediente wie Lieutenant Steve Perez ist damit etwas Wichtiges abhanden gekommen. Damals, 1981 in San Quentin, konnten die Häftlinge durch die Gitter hindurchfassen und es war ganz einfach, einen Vollzugsbeamten anzugreifen. Aber die Gitter zwangen auch dazu, miteinander zu reden. Beide Seiten mussten ihre Meinungsverschiedenheiten beilegen, weil damals immer eine Gefährdung in der Luft lag. Hier und heute geht man nur noch in den Zellenblock, wenn es sich absolut nicht vermeiden lässt. Doch unabhängig davon, wie viel Technik zum Einsatz kommt, ohne seine Vollzugsbeamten funktioniert kein Gefängnis. Wenn ich im Zellenblock bin, spüre ich, was vor sich geht. Und dazu reicht oft schon das Verhalten der Leute. Das, was sie sagen, wie sie sich geben. Man spricht mit einem Häftling und der fragt vielleicht, hey, Officer, wie geht's Ihnen? Oder haben Sie heute schon alles überprüft? Wenn er am nächsten Tag nicht mal an seine Tür kommt, dann stimmt möglicherweise etwas nicht. Inzwischen sind Planer auf der Suche nach dem Gleichgewicht zwischen neuer Sicherungstechnik und altmodischem menschlichen Kontakt. Ein solcher Denkansatz wird in Kalifornien verwirklicht, wo der Gefängnisneubau gerade boomt. Dieses Hochsicherheitsgefängnis in Delano im Central Valley soll im April 2005 bezugsfertig sein. In ihm können 4000 Strafgefangene untergebracht werden, 300 davon in einem Supermax. Die kalifornische Variante setzt auf relativ einfache Technik bei hohem Sicherheitsstandard. Die 20 cm dicken Mauern der Gefängniszellen werden in Gussbeton vorgefertigt. Verstärkt mit Stahlträgern und Gittern erreichen sie eine ungleich höhere Festigkeit als bisherige Gefängnisbauten. Zukünftige Strafgefangene werden es schwer haben, Löcher in Mauern zu bohren und Verstecke anzulegen. Die beinahe 7 Meter hohen Mauern bilden sowohl die Rückwand der Zellen als auch die äußere Begrenzung des Gefängnisses. Ein Jahr wird es dauern, bis alle 11.000 Platten am richtigen Platz stehen. In Delano entsteht eine Welt aus Beton. 114.000 Tonnen davon müssen bis zur Fertigstellung der Haftanstalt verarbeitet werden. Jede Fuge wird zentimeterdick versiegelt. Kaum vorstellbar, dass man hier eine Rasierklinge oder selbstgebaute Waffen verstecken könnte. Don Smith arbeitet im Auftrag des Bundesstaates Kalifornien und ist für den reibungslosen Ablauf der Bautätigkeit verantwortlich. Ich befinde mich jetzt in einem der 8 Sektoren, die für Zellenblöcke vorgesehen sind. Vom Zentrum des Gebäudes aus kann man alle Sektoren, die aus je 12 oder 13 Zellen bestehen, überblicken. Hinter mir ist der Flur breiter als am anderen Ende. Auf diese Weise kann die Frontseite der Zellen besser eingesehen werden. Beim Blick aus seinem Zellenfenster sieht ein Insasse nur die Betonmauer. Er kann auch nicht mit anderen Häftlingen kommunizieren, da er keinen Blickkontakt zu deren Zelleneingängen hat. Über diesen Deckeneinlass scheint natürliches Licht in die Zelle. Darüber befindet sich der Dachboden. Momentan ist die Öffnung abgedeckt, aber sie lässt genügend Tageslicht in die Zelle herein. Mehrere Vertragspartner testen für uns unterschiedlichste Produkte. Wir nennen das Negativauslese. Ready? Go! Go! 13! Bei Intertech, einem Testlabor, dessen Standort nicht bekannt gegeben werden darf, wird ein neues Fenstermaterial getestet. Kann es dem Ausbruchsversuch eines zu allem entschlossenen Supermax-Insassen standhalten? Ein Supermax-Fenster muss eine ganze Menge aushalten können. Mehrere Lagen schlagresistenter Polycarbonate bilden die innere Schutzschicht.
Vijay Raika und sein Team dokumentieren exakt die Kräfte, die nötig sind, um das Glas zu zerstören. Für die sensibelsten Bereiche, etwa die Überwachungskanzel der Vollzugsbeamten, sind zusätzliche Sicherheitsmerkmale gefordert. Das Fenster muss Kugeln aus einer 44er Polizeiwaffe standhalten. Es hat sich herausgestellt, dass das Versuchsglas den Anforderungen nicht gerecht wird. Dieses Loch beweist, dass die Kugel das Glas direkt durchschlagen hat und in die Pappwand eingedrungen ist. Die zweite Kugel, die hier aufgetroffen ist, hat ebenfalls ein Loch hinterlassen. Wir registrieren also zwei direkte Durchschüsse, was bedeutet, dass die Kugeln eindringen und weiterfliegen konnten. Ein eindeutiger Fehlschlag. Gefängnisse wie das in Delano sind praktisch ausbruchsicher. Keinem Häftling ist bisher die Flucht aus einem Hochsicherheitstrakt gelungen. Indem Straftäter 23 Stunden am Tag weg und von sozialen Kontakten ausgeschlossen werden, kann Gewalt eingedämmt werden. Doch dieser Erfolg hat seinen Preis. Unvorhersehbare seelische Auswirkungen. Es gibt nur dich und deine Zelle, dich und deine Gedanken. Das kann einen manchmal ganz schön fertig machen. Ich kenne einen, der hat sich unter der Dusche die Kehle und die Pulsadern aufgeschnitten. Er hielt es einfach nicht mehr aus. Da waren welche, die fast verrückt geworden sind. Bei einem fehlgeschlagenen Versuch, Waffen in seinem Körper zu verstecken, hat sich dieser Supermax-Insasse an mehreren Stellen tiefe Wunden beigebracht. Ausdruck kriminellen Erfindungsreichtums? Oder hat ihn der Sicherheitstrakt wahnsinnig gemacht? Das ist ein Overkill. Den Menschen wird in dieser Umgebung eine Art sozialen Sterbens auferlegt. Der Preis einer derartigen Isolation ist zu hoch. Seit Jahren kritisiert der Psychologe Craig Haney die Hochsicherheitsisolationsmethode. Psychologen spielen eine kaum nennenswerte Rolle beim Entwurf von Hochsicherheitstrakten. Aber schon die Vorgabe, Menschen für 23 Stunden pro Tag in Isolation zu halten, ruft doch geradezu nach psychologischer Hilfe. Es ist wie ein ständiger, boshafter Schatten. Im Schuh degenerieren die Menschen, langsam aber sicher. Supermax-Ex-Häftlinge haben die bedrohlichen Anzeichen für den seelischen Verfall der Insassen erlebt. Ich habe gesehen, wie andere Insassen zusammengebrochen sind. Sie wollten mit niemandem sprechen, vereinsamten mehr und mehr. Solange, bis sie die ganze Nacht lang Tassen gegeneinander schlugen oder versuchten, andere mit Fäkalien zu bewerfen. Oder nur noch brüllten. Wenn sie hier ankommen, ist alles in Ordnung. Dann nach einem Jahr oder so beginnen sie Dinge zu hören. Und sie grübeln darüber nach, warum jemand etwas über sie verbreitet. Das geschieht natürlich nicht wirklich. Sie hören einfach irgendetwas in ihrem Kopf. Es dringt in deinen Verstand ein. So lange, bis man es satt hat, immer dasselbe zu sehen, das gleiche Bild. Das macht einen irgendwie krank. Es kommt vor, dass Häftlinge ihre Gewaltfantasien an sich selbst ausleben. Der Insasse eines Supermax in Arizona versuchte, sich seinen Augapfel mit einem Bleistift herauszudrücken. Ein anderer kastrierte sich mit einer Gefängnisgabel. In Illinois schnitt sich ein Insasse Fleisch aus dem Körper und verzehrte Teile davon. Nachdem man ihn wieder zusammengenäht hatte, riss er die Nähte auf und rieb Fäkalien in die Wunden. Können bloße Veränderungen an der Konstruktion von Hochsicherheitstrakten mentale Zusammenbrüche dieser Art verhindern? Als Pelican Bay eröffnet wurde, gab es bei psychologischen Problemen keine Anlaufstelle. Erst nach einem von Häftlingen erwirkten Gerichtsurteil wurde das Psychiatric Services Unit, kurz PSU, eingerichtet.
Wie überall im Supermax stand bei der Einrichtung der PSU Sicherheit an erster Stelle. 6 Käfige aus Stahl und Sicherheitsglas sollen gewalttätige Häftlinge in Schach halten. Vor dem Glas steht ein Psychologe und führt eine Gruppentherapie durch, im besten Supermax-Stil. Da sitzen diese verrückten Männer, die vielleicht vor gerade mal 2 Tagen Vollzugsbeamte angespuckt oder mit Fäkalien beworfen haben. Nun weinen sie, weil ihnen bewusst wird, wie krank sie sind. Auch Aggressionen habe ich schon erlebt. Da wird gegen die Türen getreten, gebrüllt. Im Hochsicherheitstrakt lauert unter einer glatten Oberfläche die nackte Gewalt. Dieser Insasse eines Supermax in Indiana hat eine Wunde am Handgelenk, die er sich zuvor selbst zugefügt hatte, erneut geöffnet. Nachdem er blutend aufgefunden wurde, bringt man ihn zur Krankenstation. Nach diesem Angriff wird der Häftling, der 12 Jahre wegen Autodiebstahls absitzt, zu weiteren 3 Jahren verurteilt. Die Krankenschwester hat glücklicherweise keine ernsthaften Verletzungen davongetragen. Einen Monat wird sie aufgrund posttraumatischen Stresses vom Dienst befreit. Die extreme Isolation und der Freiheitsentzug im Supermax erzeugen ein emotionales Belastungspotenzial, sowohl für die Insassen als auch für das Personal. Es ist immer das Unbekannte, das einem Sorgen bereitet. Man hört einen Alarm und läuft los. Was werde ich wohl hinter der nächsten Ecke zu sehen bekommen? Was erwartet mich hinter einer Zellentür oder in einem Aufenthaltsraum? Und ständig fragst du dich, ob du richtig reagiert hast. Denn du weißt, dass du auf alles vorbereitet sein musst. Manchmal ist absolut nichts passiert und trotzdem dauert es Stunden, bis der Adrenalinspiegel sich wieder normalisiert. Denn da ist immer die Angst. Überraschend am Hochsicherheitstrakt ist nicht die ständige Gefahr von Gewaltausbrüchen oder die endlosen Tage angefüllt mit Langeweile. Überraschend ist die Tatsache, dass für ein paar Häftlinge trotz dieser qualvollen Bedingungen der Hochsicherheitstrakt zum Wendepunkt geworden ist. Irgendwie war es Fluch und Segen zugleich. Ich will auf keinen Fall wieder hierher zurück. Aber hier begriff ich zum ersten Mal, was ich falsch gemacht habe. Das Supermax hat mir geholfen zu erkennen, dass ich hier drin keine Zukunft habe. Wie gesagt, ich möchte nicht wieder rein. Und ich bin auch nicht sicher, ob das Supermax konzipiert wurde, damit die Insassen zu dieser Erkenntnis kommen. Aber ich bin froh, dass es mir geholfen hat. Die Zeit in der Schuh hat mir Gelegenheit gegeben, mich endlich mit dem Sinn meines Lebens zu beschäftigen. Sie hat mir geholfen, mein Leben aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Es lässt einen erkennen, was falsch und was richtig ist. Und es gibt einem die Zeit, in sich zu gehen und danach zu fragen, was man mit seinem Leben anfangen soll. Kritiker des Supermax sind durch solche Gefängnisbekehrungen nicht zu überzeugen. Spontane, vorübergehende Besserungen, zu denen es kommt, treten meiner Meinung nach trotz und nicht wegen der Hochsicherheitsumgebung ein. Die Abgeschiedenheit, von der die Häftlinge angeblich profitiert haben, hätte man ihnen auch auf weitaus weniger psychologisch schädigende Weise zukommen lassen können. Vollzugsbeamte sehen das naturgemäß ganz anders. Die Männer sind wegen ihrer Gewalttätigkeit hier. Und bis sie bereit sind, sich zu ändern, wäre es sehr dumm, wenn ich sie in eine Umgebung überstelle, in der Rehabilitationsprogramme durchgeführt werden. Die Mehrzahl von ihnen hatte bereits Gelegenheit, an einem solchen Programm teilzunehmen. Sie haben es abgelehnt, sich erneut der Gewalt zugewandt und sind hier gelandet. Es geht nicht um Rehabilitation. Diese Männer tragen die Konsequenzen ihres Handelns. Das Gefängnis ist im Computerzeitalter angekommen, auch wenn die langfristige Isolation in Hochsicherheitstrakten weiterhin diskutiert wird. Doch jeder Strafgefangene sollte die Chance zur Resozialisierung erhalten. Auch unter Berücksichtigung dessen, dass der Strafvollzug vor allem dazu dient, die Gesellschaft vor weiteren Straftaten zu schützen.
Wo auch immer man im Gefängnis arbeitet, man hat nur ein Ziel. Am Abend lebendig nach Hause zu kommen. Wenn ich das hinkriege, habe ich schon viel erreicht. Auch wenn die Sicherheitsstandards noch so hoch sind, ich freue mich über jeden Tag, an dem ich gesund nach Hause gehen kann. Go home that day.